lustig, schön dich zu sehen. Alles klar? Ja, danke. Und bei dir? Super. Dann erzähl uns mal was zur M99 Pro. Ja, klar, kommt mit. Das ist unsere M99. Ist unser Aushängeschild zurzeit und ist in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Hm? Wir haben insgesamt, wie schon gesagt, 5 Modelle. Hm? 2 davon sind im STVZO-Bereich. Erkenne ich an euren Lampen immer direkt, ob sie für STVZO zugelassen sind oder nicht? Jeder Scheinwerfer hat eine Kodierung. Meistens liegt dieser unten drunter und hat, wenn, eine K-Kennzeichnung. Hm? Seid ihr über die Gesetzgebung darauf gekommen? Oder habt ihr einfach gesagt, ein Sicherheitsaspekt bei E-Bikes ist einfach ein Bremslicht? Bei uns ist natürlich sehr wichtig, wie bei allen anderen Produkten, dass die Produkte zuverlässig sind und extrem viel Sicherheit dem Kunden bieten. Hm? Ihr habt den Award in der Kategorie Bike Components bekommen, nicht Zubehör. Wofür habt ihr ihn genau bekommen? Wir haben den Award bekommen, weil wir ein cleanes Cockpit haben, wodurch man ergonomisch greifen kann und das Cockpit sauber und ordentlich aufgeteilt ist. Man sieht es hier ganz gut an den Knöpfen. Diese sind kompatibel schon zusammen mit dem Bremsgriff. Dadurch haben wir eine extrem hohe Sicherheit für den Endverbraucher. Also wir nächstes Jahr haben wir 20-jähriges. Genau, zu überlegen. Bike Components. Und ja, genau gleich. Zusammen 20 feiern. Jahre, ja. Letztes ein super Meeting mit eurem Chef. Ja? Ach, cool. Wir gedacht haben, ach krass, habt ihr genau gleich angefangen wie wir. Oder wie ich damals in der Garage, ich war Fahrradfahrer, ich bin knapp 20.000 Kilometer im Jahr gefahren und habe eine Lampe für mich gebraucht. Es ging dann eigentlich mehr um Scheinwerfer, mit dem ich mal 6 Stunden Grundlagentraining machen kann. Diese 24-Stunden-Rennen, die kamen da auf und die Motivation war im Grunde, den hellsten Scheinwerfer zu haben, weil man natürlich nachts die Rundenzeiten, wollte man nicht langsamer fahren, wollte genauso schnelle Rundenzeiten haben. Die meisten sind bei uns Rennfahrer, sind fahrradbegeisterte Leute und das ist auch bis heute so geblieben. Also wir testen unsere Produkte selbst, wir haben bei neuen Produkten auch immer den Ansporn. Es gibt so eine Grundregel, wo ich sage, ein Scheinwerfer oder ein Produkt, das wir neu gestalten, das muss mindestens mal doppelt so gut sein wie alles andere, was es auf dem Markt gibt. Hey, wie kriegen wir es doppelt so hell? Wenn es nur 10% heller ist, macht es gar keinen Sinn, da überhaupt reinzugehen in den Markt. Und die M99 ist unser absolutes Top-Flaggschiff, sagen wir mal. Ja. Im Grunde war die Idee immer, wie kann ich einen Autoscheinwerfer klein bekommen? Wieso sieht man bei einem Autohersteller schon nachts, ah, da kommt ein Audi, ah, da kommt ein BMW. Wieso gibt es das im Fahrrad, in der Fahrradindustrie nicht? Ja? Da kam es mir eben, hier eine Signatur zu entwerfen, die erstens klarstellt, oh, da kommt irgendwas Cooles, Helles, vielleicht ein Motorrad. Die Leute halten auch am Tag an und fahren ja nicht kurz davor noch in die Quere. Ja? Also, und wenn du dann nachts unterwegs bist mit so viel Straßenverkehr und so vielen Leuten, die da rumrasen, dann denkst du dir, wie kriege ich das Ding so sicher wie möglich, auch am Tag. Das Tolle ist, bei dem Scheinwerfer, du fährst mit Ablendlicht zum Trail und mit Fernlicht dann im Trail. Ja. Die richtige Technologie hier drin, die steckt eigentlich in diesen 99 kleinen Spiegeln. Und die sind so ausgelegt, dass man das Licht steuern kann. Das heißt, je nachdem, ob das E-Bike es hergibt, wir haben eine Kennschnittstelle direkt mit dem E-Bike. Das heißt, wenn das E-Bike langsam fährt, ist das Licht vor einem. Mhm. Wenn man dann schneller fährt, wandert das Licht nach vorne und wird breiter. Mhm. Und auf Knopfdruck kann man dann auch noch Fernlicht einschalten und das Licht strahlt dann auch oberhalb der Dunkelgrenze. Wie lange habt ihr daran entwickelt? Wir haben vor circa 3,5 Jahren angefangen. Mhm. Und wurden glücklicherweise auch vom Staat unterstützt. Mhm. Es gibt spezielle Fördertöpfe für ultra-innovative Projekte. Mhm. Wenn wir die Zulassung nicht bekommen hätten, weil es einfach so extrem risikoreich ist, also es hätte gut sein können, dass es nicht klappt. Und dann wär im Grunde ohne die Unterstützung vom Staat hätten wir es halt nicht gepackt. Mhm. Ja. Vielen Dank. Danke euch.